Hallo, willkommen Samet Küche. Heute machen wir Mejime Köfte. Was wir für Mejime Köfte brauchen, 200 Gramm Linse und 200 Gramm Bulgur. Der dünne Bulgur muss es sein. Den nehme ich jetzt weg, 200 Gramm. Ich habe sie gewaschen, jetzt kommt die gewaschene Linse rein. So. Genauso viel Wasser, 200 Milliliter Wasser rein. Okay, den decken wir zu, lassen wir 15 Minuten kochen. Nach 15 Minuten geht es weiter. Die 15 Minuten ist jetzt rum, man sieht ja, das schon, hat sich gelöst, Linse. So, jetzt kommt nochmal 100 Milliliter Wasser rein und 200 Gramm Bulgur, Inje, dünner Bulgur halt. Okay, alles umrühren. So, jetzt tun wir noch Salz rein. 20 Gramm Salz. So, immer umrühren. So. Fertig. Decken wir so. Herd ausschalten, 30 Minuten ruhen lassen, nichts machen. So, was wir noch benötigen für Mejime Köfte, 50 Gramm Paprikamark oder Tomaten, was Sie haben, 100 Gramm Olivenöl, 3 kleine Zwiebel, Frühlingszwiebel auch 3, 1 Zehe Knoblauch, wenn Sie möchten mehr reintun, halbe Zitrone, Petersilie habe ich noch. So, jetzt fangen wir an. Herd, tun wir die Hälfte Öl hier rein. Hälfte, okay. So, jetzt fangen wir mit Zwiebeln an. Die Zwiebeln müssen wir klein schneiden. So, jetzt ist noch, das ist warm. Tun wir rein. Ja. Knoblauch noch eine, müssen wir auch klein machen. Wir warten, bis die 3 Minuten rum braucht er. Bis sie Farbe haben, dann können wir weitermachen. So, 3 Minuten ist jetzt rum. Jetzt kommt Knoblauch rein, 1 Zeh Knoblauch. So, umrühren kurz und dann kommt Paprikamark. Oder Tomate, was sie haben. So, fertig. Jetzt schalten wir aus, hat sich gelöst. So, jetzt kommt es da rein. So, die restliche Olivenöl auch da rein. Okay, da rein, Olivenöl ist drin. Und jetzt das da rein. So. Nehmen wir einen Löffel, tun wir hier. So, jetzt alles umrühren. Okay, das kann ich nachher noch weiter bearbeiten. So, jetzt fangen wir an. Okay. Man sieht, er hat schon schöne Farbe, rot. So. Okay. So, jetzt kommt die halbe Zitrone. Tun wir hier reinpressen. Frühlingszwiebeln, kleine schneiden. Kleine Hacken habe ich jetzt fertig. So. Kommt auch da rein. So. Jetzt nehmen wir den raus da. Geht mit Hand weiter. Ich habe hier schon Teller dekoriert, Tomate und Salat. Kommt dann nachher Köfte da drauf. So. Jetzt sind wir noch weit.
umrühren. So müssen wir machen, damit sie es zusammenheben, sonst heben sie nicht. Mit Hand. Jetzt machen wir etwas Pfeffer rein. Wenn man möchte, kann man auch Pfeffer rein. Sieht gut aus. So, so muss es sein, muss kleiner werden. Es wird gleich weniger. Man sieht ja. So, fertig. Jetzt gucken wir mal, testen wir mal, wie es aussieht. Ja, ist gut. Genau. Ob das hebt, muss heben, wenn man so drückt. Ja, es hebt. Aber noch etwas. So, man nimmt es in der Hand, immer drücken, ein nach anderem schicken. So kann man auch machen. Und fertig sieht so aus, so muss es aussehen. Kann man jetzt hier reintun, alles. So, fertig. Ich wünsche Ihnen guten Appetit mit Magic Mac Köfte. Bis nächste Mal, Ahmed. Tschüss.